Hallo und willkommen zurück bei WoW The Burning Crusade oder auch kurz TBC. Und wir machen jetzt hier diese lustige kleine Begleitquest. Zack, haben wir uns den Mana wieder geholt. Our enemies will fall. Für zwei Player. Ach komm. No risk, no fun. Wahrscheinlich werden wir sterben, aber was soll's. So. Ich hoffe, mir kommen da keine Vierergruppen an. Das könnte dann doch ein bisschen problematisch werden. Aber bei zwei Spielern sind dann wahrscheinlich Vierergruppen. Plus halt die zusätzlichen Mobs, die hier auch noch rumgammeln. Wie so ein paar Gammler. Komm, holen wir erstmal den weg. Zum Glück kämpft die Blutelfin mit uns und steht nicht nur dumm in der Ecke rum. Juhu, wir haben wieder Wasser. Yay! Den holen wir auch direkt. Dahin sollen wir diskutieren. Ich habe gedacht, nur bis hier zum Ausgang, aber na gut. Anscheinend nicht. Hier zum Verkaufen. Wunderbar. So, kommt jetzt schon eine Gruppe? Das sieht hier so danach aus. Ich muss den da wegholen. Und den holen wir auch noch weg. Zwar ganz schnell. Oh, jetzt kommen sie. Aber nur zwei, wenn man immer Glück hat. Okay, 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 alles klar, alles easy, 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 peasy. So, willst du jetzt mal weitergehen, bitte? Hallo? Weitergehen. Geht doch. Hat wahrscheinlich erst nochmal auf die Leichen gespuckt oder so. Keine Ahnung. Das wird aber wahrscheinlich nicht der einzige Hinterhalt sein. Und da oben ist das Ellie-Gedöns-Dingens. Das kleine Lager, was die da haben. Aber wenn ich mir die EP-Leiste so angucke, dann sind wir gleich wohl Level 63. Ich wurde ja auch darum gebeten, hier ein paar Instanzen zu zeigen, aber ich habe momentan kaum Zeit für die Instanz an sich selber und für die, was weiß ich, 10-15 Minuten für die Suche. Ach, jetzt muss der Blutelf auch noch ausruhen. Von daher wird es das wohl erst nächstes Jahr oder so geben. Vielleicht schaffe ich es auch nur dieses Jahr.
Nächste Woche muss ich noch 2 Tage arbeiten und dann ist erstmal frei. Aber nicht für den Rest des Jahres. In der Silvesterwoche muss ich auch noch mal kurz ran. Aber wenigstens nicht an Weihnachten und an Silvester. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Mal schneller laufen, du kleine Bitch. Ach ja. Gestern kam übrigens ein größeres Update für DayZ raus. Allerdings gab es gestern auch anscheinend eine DDoS-Attacke auf die Server und da ging dann halt mal gar nichts mehr, ne? Man konnte sich zwar stellenweise nur einloggen, nur gab es dann weder Loot noch sonst irgendwas. Und man ist dann meistens nach ein paar Sekunden auch wieder rausgeflogen. Wo kommst du denn da jetzt angeflogen? Was war das denn? Hallo? So, da haben wir jetzt eben eine Quest abgegeben und eine Vollquest geholt. Der kam ja so durch den Boden geglitscht. Da kam jetzt aber doch kein Hinterhalt mehr, auch schön. Trotzdem nur 3 Quests zum Abgeben, okay. So, bist du jetzt da? Bist du da? Wunderbar. Dann geben wir jetzt die Quests ab. Hold your head high. Oh, lauf nicht weg, Junge. Lauf nicht weg. Tada! Hier wollte ich rein, genau. Zack. So, dann haben wir hier vorne eine Quest zum Abgeben. Ach, das war das mit dem Käfig, genau. The dark times will pass. Achso, ja, an die Quest kann ich mich auch noch erinnern. Dann müssen wir gleich jemanden weglocken und dann, ich glaube, verwandeln oder so. Oder sonst irgendwas machen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Deswegen über die Schriftrolle erstmal dahin. Spamana Potion. Wow. Wieder so ein scheiß Kacknoob, der nichts Besseres zu tun hat, als Leute zu nerven. Persevere. Salama Ashalinore. So, haben wir da
Das auch. Haben wir da drin noch was zum Abgeben? Not waste my time, lesser creature. The dark times will pass. Remember the Sunwell. So, wenn ich vorhin nicht Level 70 bin, dann werde ich hier Patrouille gehen und den ganzen Kacknoobs töten. So, den bewahren wir erstmal auf. Du kannst dahin. Den Rest werden wir verscherbeln. Oh, jetzt habe ich meinen schönen Buffsal verloren. Ach, die ist das. Ich muss aber erstmal verkaufen. I have one of a kind items. So. We will have justice. Und dann würde ich mal sagen, warte, hier müssen wir das machen. So, das ist das. Ist das. Dann haben wir hier fast auch alles durch, bis auf die Gruppenaufgaben, noch zwei normale Aufgaben. Mal gucken, was danach noch kommt. Drei normale Aufgaben mit dem hier. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe aber eben noch hier oben hin. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!